Hallöchen, Leute. Ich weiß zwar nicht, wo ich das Ding genau her habe, aber das habe ich jetzt beim Suchen noch irgendwie gefunden. Ein Yamaha, wie auch immer. Doppeltape-Deck. Ich habe das schon mal ein bisschen gereinigt. Das war nämlich schon ein bisschen dreckig. Es hat ein kleines Problem, das zeige ich euch dann auch gleich, aber das hier läuft. Ja, Peter Alexander wollen wir jetzt nicht hören. Und das hier ist irgendwie Mix, keine Ahnung was. Das eine Problem ist hier dass die Kassette nicht rein will. Und das ist der eine Schalter hier drinne. Ich versuche euch den mal zu zeigen. Muss ich aber mal Licht anmachen. Und zwar, ich hoffe, man kann es sehen, der hier oben. Der ist so weit unten. Der ist irgendwie lose, keine Ahnung. Deswegen muss ich das Ding mal aufmachen. Weil der blockiert die Kassette, nicht Diskette. So, und von da aus habe ich ihn jetzt schon mal sauber gemacht. Von der Tonkörper her, soweit. Vom Kapstan, der war wirklich schwarz. Der war wirklich dreckig ohne Ende. Naja, gut. Ich würde mich sehr nochmal melden. Also ich will jetzt hier nicht ein riesengroßes Video machen da draus. Das Ding läuft soweit bis auf der Tape-Counter. Der läuft auch nicht. Ansonsten läuft die Kiste. Und hört sich eigentlich auch noch relativ gut an. Hört sich für mich zumindest von der Geschwindigkeit her richtig an. Vielleicht geht er um 1% verkehrt, was weiß ich, aber für mich hört er sich vernünftig an. Naja, ich schraube ihn jetzt mal auf, dann gucken wir auch mal rein. So, nun sind wir hier drinne. Erstmal Dualmotor, aber der Motor ist nur für die Funktion. Der schaltet nur die Funktion. Das hier ist eine Wippe und es funktioniert doch. Bevor überhaupt die Kassette kommt, wird der Schalter schon hochgezogen. Aber manchmal klappt das nicht ganz. Aber das funktioniert. Der Counter kann nicht funktionieren. Hier fehlt ein Riemen. Und der Riemen ist da tief unten auf der Rolle irgendwie aufgewickelt. Keine Ahnung, ob man das sehen kann. Ansonsten ist das Ding eigentlich recht aufgeräumt. Wieder so eine braune Soße um den Elgos. Das ist Klebesoße. Aber nur beim Netzteil. Ansonsten ist das Ding relativ aufgeräumt. Sensor? Was willst du mit einem Sensor? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Zweimal den TEA 0665. Muss ich mal suchen, was das ist. Was haben wir da hinten? AN6551. Da haben wir hier noch irgendwas. Das ist LM6402G. Und da sitzt noch irgendwie eine LC irgendwas. LC 78 noch was. Oh, irgendwas ist hier ganz schön. Uiuiui, die ist aber heiß. Zumindest der eine ist hier ganz schön heiß. Kann man da sehen, was es ist? D1273 und der. Ein Elko vor. Warte mal, nimm dich mal da beiseite. Kann man das da vielleicht ein bisschen so erkennen? Komm, mach mal. AN78. Das ist ein 78 NL05 oder so. AN, ja.
und gehe hier, wie gesagt, um 12:73. Kann man vielleicht erahnen. Keine Ahnung. Gut. Achso, ich war noch gezoomt. Da hätte man den Zoom rausnehmen müssen. Hä? 12:73, ne? Macht nicht. Ja, und da. Oder nicht? Naja, aber man hat es ja gesehen, 78:05. Wie wird das, was ist denn das? Was ist das hier für eine? Der wird ganz schön heiß. Boah, suche ich mir nachher mal raus, wenn ich das Video editiere, dann schreibe ich euch auch noch mal hin, was es ist. Ja, sonst haben wir hier nichts weiter. Relativ aufgeräumt. Und da ist der Riemen da unten drin. Jetzt gib mir mal meine Pinzette. Der Riemen ist her. Kann man das sehen? Ja. Ist her. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video, wie ich das Ding auseinanderreiße und das versuche sauber zu machen. Aber im Moment ist das nicht so schlimm. Er läuft. Die Riemen, das sind Flachriemen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Da. Das sind Flachriemen. Das spielt auch. Kann man da was erkennen? Also für mich ist das, hört sich das noch gut an. Naja, gut. Mir wollte ich euch nicht zeigen. Vielleicht kommt da noch mal ein Stück Video, wie ich das Ding hier fertig mache. Aber im Moment ist das noch keine Priorität. Okay. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüssi. Ein ganz kleiner Nachtrag. Das ist der Motor, der diese Geräusche macht. Der ist auch relativ warm. Also, das Deck hier hat ein komplettes Problem.